eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, Videos zu machen, weil ich mich eigentlich ein bisschen mehr auf die Musik konzentrieren wollte. Aber da ist auch das Problem, es ist schwierig, momentan Sachen zu veröffentlichen. Von daher habe ich gesagt, komm, machst du mal ein bisschen was, was mit deinen Hobbys zu tun hat. Down. Eigentlich wollte ich gar kein Video mehr machen, weil ich dachte, ja gut, Felgen sind jetzt drauf, das wollte ich eigentlich nochmal gefilmt haben. Das T-Rock-Symbol habe ich mal gemacht, das war ganz spannend. So ein bisschen Video zu meinem Motorrad mit dem Klappenauspuff, das wurde auch sehr, sehr gut angenommen. Das freut mich, da habe ich gedacht, ja komm, hast du eh keine Zeit für und jetzt habe ich doch viel Zeit. Und ja, tatsächlich ist es so, dass doch noch viele Sachen anstehen. Also, wie gesagt, der TT ist soweit fertig. Gucken wir uns die Felgen gleich nochmal ganz kurz an. Ein Fahrzeug hat uns verlassen. Ein Firmenfahrzeug, das war. Was ist da? Du hast da was vergessen. Ja, da kommen wir gleich nochmal zu. Alles Okay. gut. Also, Firmenfahrzeug, da wollte ich eigentlich noch sehr, sehr gerne ein Video machen. Audi RS4. Den hatten wir jetzt 3 Jahre. Der ist aber jetzt heute leider weg. Deswegen habe ich leider keine Zeit mehr gehabt. Aber es kommt ein neues Fahrzeug und da freue ich mich schon richtig drauf. Was das genau ist, verrate ich jetzt noch nicht. Wird auf jeden Fall aber auch ein Video für zukommen. Ja, was ist noch passiert? Wir haben zwei Unfallfahrzeuge. Einmal unser Spaßmobil, die Cobra. Die ist leider ja, leicht verunfallt, allerdings mit einem ja, sehr kostspieligen Schaden, der dabei entstanden ist. Da wird aber auch noch ein separates Video zukommen. Ich zeige euch hier einmal ganz kurz, wie der Unfall aussieht. Es sieht wirklich nicht viel aus, aber das Problem dabei ist einfach, da die ganze Karosserie aus GFK ist, kannst du da nicht einfach so einen Kotflügel austauschen, neu dran pappen, fertig ist die Laube. Das muss halt wirklich entweder die ganze Karosserie tauschen. Karosserie ist von Shamrock, die gibt es so halt nicht mehr. Gibt da bestimmt vielleicht noch irgendwo eine ganze Karosserie, aber jetzt die ganze Karosserie ab und so, das war jetzt keine Option. Deswegen hat man gehofft, dass es kein Totalschaden ist. Ja, das ist aber gerade noch in der Mache. Da wird es demnächst auch noch was kommen. Was war noch? Ja, Bobby Marlene. Bobby Marlene hatte auch einen kleinen Unfall an meinem Geburtstag. War eigentlich schon fast fertig. Ich hatte jetzt schon die Seitenteile und den Fender foliert. Ja, da siehst du jetzt halt hier, ich weiß nicht, ob du das im Licht sehen kannst. Komm mal ein bisschen näher mit deiner Möhre. Neue Folie ist jetzt hier drauf. Wie gesagt, so ein paar Applikationen. Die Blinker sind jetzt auch richtig befestigt. Auspuff ist dran. Tank war noch nicht foliert. Der Tank, der war, ja, den wollte ich eigentlich noch machen. Jetzt ist Folgendes passiert. Ich war an meinem Geburtstag auf dem Friedhof, wo mein Vater liegt, und komm wieder, ich das Motorrad auf der Seite. Ich dachte, ich raste aus. Und dabei ist halt mit unter anderem dieser Schaden hier entstanden. Ja, das heißt, wir haben jetzt hier so eine richtig schöne, sieht man das? Eine richtig schöne Beule, weil genau hier am Lenker die Armatur, ja, hier umgedreht ist und genau hier eingeschlagen ist. Ist halt irgendwie ein Bewohner, der dort irgendwie wohnt, irgendwie das Motorrad wohl nicht gesehen, hat es hier erwischt an der Seite, deswegen ist hier auch der Spiegel lose. Ich glaube, der Blinker, der geht nicht. Jetzt habe ich meinen Schlüssel leider gerade nicht dabei. Auf der Seite ist zum Glück nicht so viel, außer an der Gabel. Das muss aber eh nochmal neu lackiert werden. Kratzer am Spiegel, Quatsch, an der, was ist das? Blinker ist das. Hier so ein paar Kratzer. Warte mal, ich hole mal kurz die Lampe. Dann sieht man auch besser. So, ne? Also hier Spiegel zerkratzt. Du hast hier den Blinker zerkratzt. Also Blinker funktionieren auch nicht richtig. Und am allerschlimmsten, was mich richtig, richtig aufregt, der Auspuff. Also hier haben wir einmal komplett Hirnkratzer, weil sie auf der Seite gefallen ist. Wie gesagt, der Auspuff ist nagelneu. Der hat nicht mal 1000 Kilometer gelaufen. Hier auch der Kratzer, das ist halt einfach mega ärgerlich. Also die Anlage, da habe ich ja auch viele Fragen bekommen. Die hat knapp 1.000 € kostet jetzt mit dem Krümmer und allem drum und dran. Und das ist halt echt mega, mega ärgerlich. Der Lenker ist auch ein bisschen krumm, deswegen fahre ich die momentan auch nicht, jetzt gerade wo das Wetter so einigermaßen anfängt. Ja, die ganze Sache war jetzt beim Gutachter. Da warte ich jetzt drauf, dass die ganze Sache da jetzt mal geschätzt wird, wie hoch der Schaden ist.
Da geht ein ganz, ganz lieber Gruß an die Jungs von Shopper World in Gelsenkirchen raus. Da war sie jetzt nämlich auch zum letzten Mal, oder das letzte Mal war sie dort nämlich auch, wo ich den Ausbruch befestigt habe, wo ich die ganzen Sachen eingetragen habe, ein paar Sachen noch eingestellt habe, Flüssigkeiten etc. pp. Und die haben mir direkt gesagt, Pico, nimm dir einen Rechtsanwalt. Ich sage, warum? Das ist doch, der Typ war da, der sagte, Versicherung zahlt, ja. Aber das Problem bei so einem Bike ist natürlich, da ist halt nicht alles original. Da ist halt viel Custom. Das bedeutet, Tank zum Beispiel, den kriegst du halt nicht mehr. Das ist halt die Frage, kann man den ausbeulen? Oder muss ein neuer her? Neu gibt's, nicht nur gebraucht. Wie wird das preislich geschätzt? Du musst halt eh komplett lackiert werden. Ja, auf jeden Fall mega, mega ärgerlich. Also zu der Cobra halt eben auch noch diese Geschichte. Ja, was noch? Felgen wollte ich euch nochmal zeigen. Da habe ich auch noch ein bisschen was geändert. Vielen Dank für das Licht. Ja, Felgen sind drauf. Die schönen Z-Performance ZP 4.1. Habt ihr ja im letzten Video gesehen. Da habe ich halt diesen Knubbel hier noch weggemacht. Das hält auch alles. Also hier ist wirklich nichts an Spiel, dass es irgendwie auseinanderfällt oder ähnliches. Das ist alles wirklich wunderbar. Also auch diese Dichtmasse, die ich da oben habe, das hält. Ist so auch alles TÜV-konform. Bremssattelwogen lackiert. Ich weiß, die Felgen sehen gerade aus wie, ja, gut, ist halt scheiß Wetter hier. Was willst du machen, ne? Was ich jetzt noch gemacht habe, ich wollte unbedingt diese Audi-Embleme drauf haben. Und die haben mir halt nicht gepasst, weil die halt eben einen anderen Durchmesser haben. Gibt es so auch nicht anders. Das heißt, ich musste einfach die Audi-Kappen nehmen, die Noppen, wo das halt befestigt wird, abflexen und dann habe ich das mit Sikaflex schön dran gefuscht hier. Hält aber echt bombenfest und gibt der Felge halt eben einfach nochmal eine individuelle Note. Genau, das ist auf jeden Fall fertig. Sonst gibt es an dem Fahrzeug ja prinzipiell nichts mehr zu tun. Stimmt gar nicht. Mein Fensterheber ist kaputt. Das hast du gesagt, dass dir das aufgefallen ist beim Fahren, ne? Ja, wie ihr seht, habe ich hier leider so einen kleinen Spalt. Ja, das heißt, das Fenster lässt sich nicht mehr öffnen. Es hat einmal beim, ich glaube, mal zu Fenster aufgemacht, das glaube ich, einmal krack gemacht oder so. Ja, und das heißt, das muss ich tauschen. Teile sind da auch schon da. Nur leider habe ich keine Halle und das Wetter ist hier sehr, sehr bescheiden bei uns. Von daher recht kacke. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal was machen. Ich habe beim Schrauber mal gesehen, ganz liebe Grüße, dass der so ein Fensterheber schon mal getauscht hat, weil da muss die ganze Pappe ab, der Motor muss ab und das ist halt echt eine Scheißarbeit. Und da muss er immer trocken für bleiben, das ist es momentan nicht. Ja, gerade sieht halt eben auch aus wie Sau, weil hier dauernd irgendwie gewerkelt wird. Das heißt, es gibt irgendwie immer irgendwas zu tun. Zuletzt halt eben die Folierarbeiten am Motorrad. Jetzt habe ich hier auch noch eine neue GS stehen. Hier steht noch eine etwas ältere GS. Da soll auch noch mal ein bisschen ja, Folie stattfinden. Das hat hier der Experte von Vorbesitzer auf jeden Fall sehr gut mit Sprühfolie gemacht oder was auch immer das ist. Ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Ist das Folie? Das ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall total scheiße. Genau, das habe ich noch zu tun. Dann habe ich ein Geburtstagsgeschenk bekommen. Ich habe lange nach einem Drehmomentschlüssel gesucht. Und da irgendwie nichts Vernünftiges gefunden, halt viele Tests gelesen und jetzt habe ich halt so ein ziemlich cooles Set bekommen. Ist jetzt hier auch keine bezahlte Werbung, um Gottes Willen. Alles, wie gesagt, selbst erworben oder geschenkt bekommen in meinem Fall. Ist eigentlich ziemlich geil, weil ich wollte eigentlich nur einen Drehmomentschlüssel haben. Jetzt habe ich hier voll die wilden Teile mit, was ist das, eine 17er Nuss. Ich habe hier eine 19er Nuss. Den möchte ich auf jeden Fall in dem nächsten Video verwenden für den T-Roc. Da müssen die Felgen von meiner Freundin wieder drauf und das wird jetzt so das nächste sein. Das heißt, da können wir auch schön mal den Drehmomentschlüssel testen. Ganz wichtig, war das du noch? Du hast auch ein neues Moped. Genau, es gibt nämlich noch ein neues Motorrad. Was ist eine Suzuki? Marauder 800er. 800er Suzuki Marauder. Ja. Ja. Sollen wir ein Foto einblenden oder nicht? Ja, machen wir. So, Foto. Wie es aussieht. Das ist die Suzuki Marauder vom Murat. Der möchte die auch ein bisschen umgebaut haben. Die ist so schon sehr schön. Vom Lack gefällt mir auch sehr gut. Du wolltest den Lack, glaube ich, auch so behalten, oder? Ich behalte den so, ja. Aber du wolltest erstmal schwarz-matt machen, aber nein. War nicht so deins? Nein.
Also deswegen, also da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun und das ist jetzt einfach so ein kleines Update. Manche haben mich auch noch nach einem Kostencheck gefragt für die Bobby Marlene, was so die ganzen Umbauten kosten. Da habe ich aber jemanden gefunden aus München-Gladbach, der Motorräder, speziell auch Honda VTs umbaut und da werde ich mich bei schönem Wetter auch mal hinbegeben mit der Kamera und da werden wir vielleicht auch nochmal gucken. Er wollte nämlich schauen, was ihm an meinem Motorrad gefällt, was er vielleicht ändern würde. Das fand ich sehr, sehr interessant und vielleicht auch mit ihm direkt ändern könnte. Juckt der Sack, oder? Okay, ja. Passiert halt, ne? Dann freue ich mich auf jeden Fall auf ein paar richtig coole Clips, wenn dann die Cobra fertig ist, wenn Bobby Marlene wieder fertig ist. Dann machen wir auf jeden Fall nochmal ein neues Video. Vielleicht auch ein kleines Ride-Out mit der GoPro. Ja, Fenster hier war überhaupt kein Bock drauf, ey. Aber ich will es eigentlich gerne machen, weil ich finde das immer sehr wichtig, dass man auch sieht, wie das funktioniert. Und ich habe da bis auf dieses eine Video vom Schrauber wirklich nichts gefunden. Halt teilweise nur so Anleitungen und so, aber ich würde das gerne mal Step-by-Step durchgehen. Es soll einfach der Unterhaltung dienen und wenn es halt vielleicht nützliche Tipps sind zum, weiß ich nicht, Folieren. Habe ich schon foliert? Ich glaube nicht, ne? Den Tankdeckel? Im Auto hast du was foliert gehabt. Ja, im Auto habe ich was foliert gehabt, aber ich habe jetzt hier den Tankdeckel habe ich auch foliert, weil mir ganz ehrlich einfach 200, was kostet der bei Car Electronics, weiß ich nicht, heißt das Car Electronics, kostet der irgendwie, weiß ich nicht, 200 noch was für einen Tankdeckel und du musst halt komplett den Tankdeckel halt hier lösen, du musst den von innen lösen. Komm, Folie drauf, Arsch lecken. Ja, und sonst innen habe ich kein Licht. Warum geht denn das Licht hier nicht? Genau. So, was jetzt zum Beispiel nicht gibt für den CT ist eine vernünftige Handyhalterung. Es gibt halt hier diese Handyhalterung, die ich vorher hatte. Dann gibt es teilweise noch so Sachen zum Reinstecken. Dann hast du aber wieder eine Düse verdeckt und ich habe mir neue Düsen gebaut. Die sind aus dem RS3 oder aus dem S3. Und genau, fand ich halt geiler. Deswegen wollte ich hier ungern irgendwas haben mit einer Handyhalterung. Ich habe einfach selber eine gebaut. Es gibt von Brodit gibt es so eine Clip-Halterung, die hier wirklich bombenfest drinne sitzt. Das heißt, da geht wirklich gar nichts. Und das Coole ist, ich habe mir einfach bei Amazon so einen Magneten gekauft, wo ich das dann hier mit dem Dremel rausgeschnitten habe, den Magnet von hinten mit Sikaflex zugeklebt habe. Und wenn wir jetzt hier einfach ein iPhone haben beispielsweise, ist auch keine Werbung, der halt so ein Magnet-Moped hier schon drinne hat, kannst du das Handy einfach hier drauf pappen und es hält. Gut, deins jetzt nicht, aber bei mir habe ich doch, hält auch. Und Kabel anschließen, ich habe hier komplett CarPlay und Navi und kann das Handy halt hier bedienen, habe halt nicht so ein riesen Telefon, was mir hier die Sicht versperrt. Das ist halt schon ziemlich geil. Also das kann ich echt nur empfehlen, wer da so ein bisschen pfiffig ist, sich sowas selber zu bauen. Geil. Ansonsten baue ich euch das. Nein, mache ich nicht, habe ich keine Lust. Ich will eins haben. Ja, dann gucken wir mal, dass wir für deinen Wagen irgendwie sowas finden. Dankeschön. Gucken wir, ob es da irgendwie so einen Clip gibt und dann können wir da ja irgendwie, ich habe so einen Magneten, habe ich glaube ich noch. Das heißt, wir können das da eventuell mal zeigen, wie das funktioniert. Folie habe ich hier auch noch drauf. Also hier, das hier wurde auch einmal komplett der Ring schwarz foliert. Das Stück wurde schwarz foliert und sonst halt eben auch wieder diese geile glänzende Folie, die so ein bisschen diesem Metal Brushed, Black Metal Brushed Optik von 3M ist. Habe ich auch zweimal foliert. Ich habe vorhin nämlich schwarz gehabt, hat mir nicht gefallen. Ja. Will ich auch haben. Nein. Ja, cool. So, von daher gibt es hier an der Stelle erstmal nichts weiter zu sagen. Das ist so der Status quo. Wie gesagt, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr gehabt, irgendwie Videos zu machen, weil ich mich eigentlich ein bisschen mehr auf die Musik konzentrieren wollte. Aber da ist auch das Problem, es ist schwierig momentan Sachen zu veröffentlichen. Von daher habe ich gesagt, komm, machst du mal ein bisschen was, was mit deinen Hobbys zu tun hat. Ja, wenn ihr Bock habt, vielleicht dann noch mal ein bisschen mehr von zu sehen, falls ihr ein paar Sachen gehört habt, die euch vielleicht interessieren, gerne mal abonnieren. Gerne auch die Glocke, wenn ihr der Erste sein wollt. Müsst ihr aber nicht. Ich möchte kein Auto-YouTuber werden oder so. Ich möchte einfach nur die Sachen machen, auf die ich Bock habe. Wenn es euch interessiert, würde es mich freuen. Ansonsten, vielen Dank.